Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für euch und zwar soll es heute um Wie der Klang deines Herzens von Cassia Bieber gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Vor einiger Zeit hat mich die liebe Cassia angeschrieben und gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, ihr neues Buch zu lesen. Dieses Buch hat sie als Self-Publisherin selber veröffentlicht und ja, Cassia ist eine Abonnentin von mir und das schon seit einiger Zeit. Und da ich mir gedacht habe, dass ich schon sehr, sehr lange kein Self-Publisher-Buch mehr gelesen und rezensiert habe und ich gedacht habe, ich möchte sie auch gerne irgendwie ein bisschen unterstützen, habe ich gesagt, komm, ich lese dein Buch. Sie hat es mir netterweise als richtiges Buch zugeschickt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Ich finde das Buch wunderschön. Und was ich halt auch sehr cool finde, dass das Buch keine matte Oberfläche hat, sondern dass das so Hochglanz ist. Jetzt kam ich nicht drauf. Wie beim Foto, Hochglanz und matt. Und das ist halt so Hochglanz. Und ja, ich finde das Cover wunderschön und ja. Ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, als die Cassia mir das Buch zugeschickt hat und ich habe es dann natürlich versucht, relativ zeitnah auch gleich zu lesen. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht und ja, jetzt erzähle ich euch erstmal, worum es in diesem Buch geht und dann erzähle ich euch mal, wie mir das Ganze hier gefallen hat. In diesem Buch geht es um die 17-jährige Lea und eines Tages kommt Lea nach Hause und hört, wie in ihrem Haus jemand auf dem alten Cello ihres verstorbenen Großvaters spielt. Und als sie dann nachschaut, wer das denn ist, sieht sie dort einen Jungen sitzen und ja, sie lernt dann diesen Jungen kennen und dieser Junge ist John und er ist genauso alt wie sie und die beiden unterhalten sich dann und John ist ein Freund von Leas Bruder, er ist erst vor kurzem in die Stadt gezogen und beide merken sofort, dass da eine ganz besondere Verbindung zwischen ihnen ist, denn beide teilen quasi den gleichen Traum. Lea ist ja Balletttänzerin und möchte gern an der Juilliard studieren und John ist Cellist und spielt Cello und möchte halt auch gern an der Juilliard studieren und ja, dadurch haben die beiden sofort eine gewisse Verbindung zueinander. Und ja, die beiden tun sich dann zusammen und tun zusammen üben und versuchen dann gemeinsam ihren Traum zu verwirklichen und dadurch entsteht eine ganz, ganz besondere Freundschaft. Aber wie das im Leben halt immer so ist, ist Freundschaft zwischen Mann und Frau nicht immer so einfach und John verliebt sich eines Tages in Lea und er traut sich nicht, ihr seine Gefühle zu gestehen, denn Lea hat einen Freund. Und was diese gesamte Situation im Endeffekt mit dieser Freundschaft macht, was aufgrund dessen mit dieser Freundschaft passiert und ob Lea nicht vielleicht doch mehr für John empfindet, als sie gedacht hat, das ist es im Endeffekt, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, dass ich den Ansatz von dieser Geschichte wirklich richtig cool finde, weil man hat es ja sehr, sehr oft, dass beste Freunde sich ineinander verlieben und in diesem Buch ist es halt so, dass diese Liebe einseitig ist, dass einer in dieser Freundschaft sich verliebt und der andere aber halt einen Partner hat und es ist sehr, sehr spannend gewesen für mich zu sehen, was das mit dieser Freundschaft macht und dass es vielleicht nicht immer ein gutes Ende erstmal nimmt mit einer Freundschaft und dass eine Freundschaft das vielleicht auch nicht immer aushalten kann. Und ja, ich fand, wie gesagt, den Ansatz in dieser Geschichte sehr, sehr spannend. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich muss sagen, ich habe dieses Buch wirklich sehr schnell gelesen. Ich bin super schnell durch die Seiten gekommen. Ich fand den Verlauf der Geschichte wirklich gut. Ich fand gut, wie sich das Ganze entwickelt hat. Wir haben hier dann auch ein paar Zeitsprünge in der Geschichte. Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, denn das hat den Charakteren die Möglichkeit gegeben, sich natürlich auch in einer gewissen Art und Weise zu entwickeln und zu entfalten und zu verändern. Und ja, fand ich super gut. Also vom Aufbau der Geschichte her, von dem Verlauf der Geschichte, was alles in dieser Geschichte passiert ist, hat mir das Ganze sehr gut gefallen. Ich muss allerdings sagen, dass die Geschichte für mich vorhersehbar war. Also ich habe mir dann schon im Verlauf der Geschichte gedacht, dass es auf diese eine Sache hinauslaufen wird, auf die es dann im Endeffekt hinausgelaufen ist. Und ja, dass diese eine Sache dann am Ende noch passiert ist, damit habe ich irgendwie auch gerechnet. Ich frage mich nicht, warum. Das finde ich allerdings nicht schlimm, wenn das Buch so ein bisschen vorhersehbar ist. Das geht mir ja öfters mal so. Und ja, ich muss sagen, wie gesagt, der Verlauf der Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Die Handlung hat mir sehr gut gefallen. Und wie das Ganze dann am Ende natürlich auch ausgegangen ist, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Was die Charaktere betrifft, muss ich sagen, Lea und ich, wir sind zwei grundsätzlich verschiedene Menschen. Aber komplett. Und das hat dazu geführt, dass ich viele Dinge in diesem Buch, was Lea getan hat, nicht nachvollziehen konnte. Ich habe gerade bei Lea 3, 4 Sachen gehabt, wo ich mir gedacht habe, nee, kann ich gerade absolut nicht nachvollziehen, warum sie das jetzt tut. Aber wie gesagt, sie ist halt vom Grund auf ein komplett anderer Mensch wie ich. Das heißt, sie handelt von Grund auf komplett anders als ich. Von daher konnte ich es zwar nicht nachvollziehen, aber es hat mich nicht gestört, weil ich ja weiß, dass sie ein komplett anderer Mensch ist wie ich. Aber ich wollte es halt an dieser Stelle einfach mal erwähnt haben, weil ja, mich das teilweise schon ein bisschen aufgeregt hat, was sie da gemacht hat. Ich weiß, dass es auch für den Verlauf der Geschichte bestimmte
Dinge gab, wie sie reagieren musste, um die Geschichte einfach voranzutreiben. Aber nee, da gab es so ein, zwei Sachen, wo ich so mit mir nicht konform gehen kann, wo ich sage, ich hätte das niemals so entschieden. Ich muss sagen, bei John ging es mir nicht so. Ich konnte John immer sehr, sehr gut verstehen und das Ganze sehr gut nachvollziehen. Man liest das Buch auch aus den Sichtweisen von beiden. Also man liest Lea und John. Nicht immer jetzt direkt im Wechsel, aber das wechselt sich immer so ganz gut ab, dass man auf beide Seiten einen guten Eindruck von der Gefühlslage auch bekommt und allem. Und ja, wie gesagt, mit John bin ich besser klargekommen. Das konnte ich nachvollziehen, das habe ich verstehen können. Ich habe mit John auch sehr, sehr mitgefiebert und auch sehr gelitten mit ihm. Und ja, ich muss sagen, John ist mir wirklich ans Herz gewachsen. Ich finde, er ist ein ganz, ganz toller Charakter. Ich finde auch, Lea ist ein toller Charakter, aber ich finde, Lea braucht halt ihre Zeit in dieser Geschichte, bis sie sich entwickelt, bis ich mit ihr so warm geworden bin. Also sie war jetzt nicht von Anfang an so ein Charakter, wo ich sage so, oh, den mag ich, der gefällt mir, den finde ich toll. Nee, ich brauchte so meine Zeit mit ihr, um da irgendwie erstmal reinzukommen und mit ihr warm zu werden. Wie gesagt, das hat bei mir auch ein bisschen gedauert, ich dann halt wirklich das so auch verstanden habe, dass sie halt komplett anders ist als ich, vom Grund auf her anders als ich. Ich meine, sie ist 17 Jahre alt, dadurch ist sie natürlich auch noch nicht sehr, sehr reif. Dann hat sie halt aufgrund ihrer familiären Situation natürlich auch noch einige Aspekte in ihrem Charakter, was ich jetzt nicht habe. Also ich rückblickend betrachtet kann ich schon verstehen, warum sie so ist, wie sie ist. Aber wie gesagt, das ist halt komplett das Gegenteil von mir und deswegen bin ich damit ihr nicht so ganz warm geworden. Was die Nebencharaktere betrifft, muss ich sagen, es gab einen Nebencharakter in diesem Buch, wo ich gedacht habe, ja, warum? Warum? Dieser Charakter ist absolut wichtig für die Geschichte und genau deswegen hat mich das so genervt, dass um diesen Charakter so ein Trara gemacht worden ist. Also ich habe das nicht so ganz verstanden, was es mit diesem Charakter so... Ja, das ist... Also dieser Charakter hat mich wirklich das ganze Buch durchweg nur genervt. Ich habe diese Entscheidungen im Zusammenhang mit diesem Charakter nicht verstehen können. Ich möchte euch jetzt hier nicht spoilern, deswegen sage ich jetzt nicht, wer das ist. Ich habe alles, was um diesen Charakter drumherum ist, nicht wirklich verstehen können. Dass dieses ganze Tamtam, was um diesen Charakter gemacht wurde, habe ich nicht nachvollziehen können. Weil ich habe mir die ganze Zeit nur so gedacht, warum? Warum macht ihr das? Warum lasst ihr euch von diesem Charakter so vorführen? Warum lasst ihr euch von diesem Charakter so euer Leben bestimmen? Einfach nur, warum? Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich und jeder Mensch ist für sein Handeln und Tun verantwortlich. Und um diesen einen Charakter wurde halt immer so ein Trara gemacht und so ein Mimimimi und lalalala. Und das konnte ich absolut nicht nachvollziehen. War wichtig für die Geschichte und für die Entwicklung auch von Lea. Also was die Charaktere betrifft, kann man das alles schon verstehen, nachvollziehen und nachempfinden. Wie gesagt, auch wenn ich vom Grund auf an die ganze Sache ganz anders rangegangen wäre. Ansonsten, was das Setting betrifft, wir haben hier so ein typisch amerikanisches Setting. John und Lea wohnen in so einem typisch amerikanischen Vorort. Wie gesagt, wir wollen beide an der Juilliard studieren und im weiteren Verlauf des Buches befinden wir uns noch in Boston und noch an anderen Orten in der Geschichte. Und ich muss sagen, so wie Cassia das alles beschrieben hat, hat es mir gut gefallen. Ich bin super damit klargekommen, auch die Räume oder wenn sie jetzt draußen irgendwo war. Wie das alles beschrieben wurde, fand ich gut. Es war kurz, knackig und auf den Punkt. Es wurde nicht bis ins kleinste Detail beschrieben, welches Muster die Blümchentapete hat und was da für Blumen drauf sind. Sowas brauche ich auch nicht. Und ja, das fand ich super gut. Also wie gesagt, es waren kurze, klare Beschreibungen, die mir wirklich gereicht haben, dass ich mir ein Bild im Kopf machen kann. Und das, finde ich, hat sie ganz, ganz toll gemacht. Also was das Setting betrifft, hat es mir super gut gefallen. Ich konnte es nachvollziehen. Ich konnte mir das alles super gut vorstellen und hatte damit absolut keine Probleme. Was den Schreibstil betrifft, muss ich sagen, dass ich hier wirklich super gut durch das Buch gekommen bin. Das ist ein lockerer, leichter, einfacher Schreibstil in diesem Buch. Man fliegt wirklich durch die Seiten, also man stolpert nicht. Es ist trotzdem vom Ausdruck her und von den Formulierungen her, es ist wirklich ein sehr, sehr gefühlvoller Schreibstil auch. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Liebe Cassia, wenn du das hier siehst, also du hast einen ganz, ganz tollen Schreibstil. Wie gesagt, er ist locker, leicht und einfach zu lesen und zu verstehen. Und trotzdem tust du ganz, ganz tolle Formulierungen aufzeigen und das alles sehr, sehr gefühlvoll auch schreiben. Und ja, hat mir vom Schreibstil her sehr, sehr gut gefallen. Und ja, wie gesagt, ich bin super schnell durch das Buch gekommen. Abschließend kann ich noch sagen, dass das kein erotischer Liebesroman ist. Also es gibt eine Szene, wo das ein bisschen umschrieben wird. Aber ansonsten
ist da nichts mit Erotik. Ich erwähne das wirklich immer gerne mit, dass da keine Erotik in diesen Büchern drin vorkommt. Wie gesagt, bis auf diese eine kleine Szene jetzt hier in diesem Buch. Weil es wirklich Leute gibt, die Liebesromane suchen ohne Erotik. Nicht jeder mag so erotische Stellen in Büchern. Viele überspringt das ja dann einfach. Deswegen sage ich es immer gerne mit dazu. Für alle die, die gerne Bücher lesen, die halt ohne erotischen Anteil sind, ihr könnt das Buch hier auf jeden Fall lesen. Euch kann ich das hier noch viel, viel mehr empfehlen als allen anderen. Und ja, mehr kann ich zu diesem Buch auch erstmal nicht sagen. Das war meine Buchvorstellung zu Wie der Klang deines Herzens von der lieben Cassia Wieber. Und wie immer gilt, wenn ihr das Buch kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Allen anderen kann ich das Buch hier wirklich nur empfehlen, wenn ihr gerne süße, niedliche Liebesgeschichten mit so ein bisschen Drama mögt, dann schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Wie gesagt, es ist fast keine Erotik in diesem Buch, nur diese eine ganz kleine Szene, die aber auch absolut da eigentlich nicht mit reinzählt. Und ja, schaut euch das Buch auf jeden Fall an. Ich finde es sehr, sehr toll. Wie gesagt, ich hatte meine Schwierigkeiten mit dem Buch, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, hat es mich einfach sehr, sehr gut unterhalten und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Ansonsten kann ich nichts weiter dazu sagen, deswegen bedanke ich mich bei euch wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!